Und einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin gerade bei mir in der Halle, ich bin gerade am Umsatteln. Ich habe ja noch den, wo ich habe beide Tieflader vorgeladen. Ich habe ja noch den 946 hier auf meinem Tieflader stehen vom Samstagmorgen. Sattel ich jetzt auf. Morgen! Ah, geil! Ich war doch gar nicht so lange weg. Ich muss komplett neu angelernt werden. Ach, wie herrlich! Sorry! Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Ach, brutal! Das darf. Also, das ist doch. Gibt's nicht. Gibt's nicht, echt. Na, dafür sieht er jetzt was, ne? Echt sagenhaft. Geh mal schnell anhängen. Hoppla, scheiß Wodka. Ach ja. Fahr zurück. Herrlich, also. Grandios wieder hier. Ja. So. Leer. Hier links die Halle. Dieser Teleskop gerade drunter rum doktert. Und die ist schon seit mehreren Jahren einsturzgefährdet. Und trotzdem wird hier drin gearbeitet. Egal. Bin dann zurück nach Kaiserslautern und habe für einen Kunden einen Radlader umgesetzt und bin dann weiter nach Kirchheim-Bolanden. Dort lade ich jetzt unseren Cut 323.
Der Cut kam dann runter nach Schieferstadt und beim Abladen hat es natürlich begonnen, richtig runter zu machen. Bin dann danach, war dann Feierabend und ich bin dann nach Hause gefahren. Hi, Dienstagmorgen, 20 nach 6. Haben wir überhaupt Dienstag? Ich meine ja, egal. Ich schaff jetzt endlich den hier weg. Bin ich gerade am Umsatteln. Der geht rüber nach Ramstein.
Nach dem Abladen bin ich dann weiter oder beziehungsweise zurück zu uns auf den Hof. Und hier habe ich dann den 1926 kompakt geladen. Wie ihr hier schon seht, mit einem Hammer, einem Sortiergreifer und den Löffel hole ich dann später noch. Und er ging dann rüber nach Mainz in die Sömmeringstraße. Thank you.
gerade ein LKW drin. Dann ist aber zu. Alter. Ich komm, ist ja gut. Meine Fresse, ey. Schnell den Bagger umgeladen, den 926 runter, den 920 geladen. Der Bagger ging dann nur etwa 1000 Meter Luftlinie in Mainz weiter auf die nächste Baustelle. Kamera ließ ich im Fahrzeug. Ich hatte auch in dem Moment einfach mal wieder keine Lust. Vielleicht hätte der Kollege da auch noch etwas gewusst.
Anschluss bin ich dann nochmal runter nach Mannheim in ein Pharmaunternehmen, habe dort unseren Hitachi Mobilbagger geladen. Der hatte jede Menge Werkzeug dabei. Das war wieder ein richtiges Puzzlespielen. Ja, und ich war dann nach dem Laden, als ich dann zu Hause war, war es wieder kurz vor 8. Aufnahmen davon habe ich leider keine. In dem Werk hätte ich dürfen eh nicht filmen. Ja, dieser Bagger ging dann am nächsten Morgen wieder nach Mainz, vor in die Kurmainz-Kaserne. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist gleich 5 Uhr, ich bin hier gerade in Mainz. Wahrscheinlich wird man nichts von dem, was ich sage, verstehen. Weil mein Mikro ist mir gestern Abend runtergefallen und ich habe es vergessen, wieder hoch zu hängen. Schauen wir mal. Ich habe noch den Radbagger geladen von Mannheim gestern Abend. Ich habe das ganze Werkzeug. Der hatte 3 Löffel und einen Schalengreifer. Das, bis auf den Löffel habe ich alles zu Hause abgeladen noch. Gestern Abend war auch wieder sehr spät. Leider waren an der Baustelle noch die Tore verschlossen, obwohl ich angekündigt war, dass ich so früh halt da sein wollte. Bin dann weiter an die Einfahrt von der Bundeswehr, an der Hauptpforte. Ja, da habe ich dann gefragt, da ist ein Parkplatz nebendran, ob ich den Bagger da bis 7 Uhr deponieren dürfte. Ich darf den Radbagger hier auf dem Parkplatz positionieren. Sorry, ich muss jetzt euch halt ein bisschen nerven, was Warnblinker angeht.
der Autokran hier gerade am Haken hängen hat. Das ist diese Betonwand, die ich hier geladen habe dann. Auf der anderen Seite ist ein, in Anführungszeichen, ein Kunstwerk von dem Architekten oder von dem von irgendjemand halt, der an der Planung oder an dem Bau dieser Halle hier mitgewirkt hat. Das habe ich dann hier in Bexbach auf den Bauhof gefahren. Haben wir dann dort auch mit dem Autokran wieder abgeladen, logischerweise. Habe leider keine Bilder davon. Waren auch sehr, sehr viele Menschen, Personen halt vor Ort. Und die alle aus dem Bild zu bekommen, das wäre halt wieder zu großer Aufwand gewesen. Habe auch kein Bild, wie das Teil von vorne aussieht. Ganz ehrlich, schön war es nicht. Aber das ist halt Kunst. Danach bin ich dann rüber nach Herxheim und habe unseren Long Reach geladen dort. Soll ja niemand sagen, ich hätte keine Reifen untergelegt. Ne? Ich habe Reifen untergelegt.
So, jetzt geladen. Auf meine Netze drum. So, Achslast 8,2. Die Innerachs haben wir 28. Alles gut. Den Bagger fahre ich jetzt rüber nach Sembach bei den Amis. Was ist? Aber das zeige ich euch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns wieder in einer nächsten Folge. So, ich bin unten. Sorry. Danke. Radfahrer ausgebremst, der kam hier aus dem Feldweg raus. Habe ich echt erst gesehen, als ich schon quasi halber auf der Straße war. Egal, so. Wir machen jetzt hier Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Habe ich alles schon gesagt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.